So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Züge in Bayern zu einer weiteren kurzen Bahnhofsfolge, Bahnhofsvideos aus Fürstenfeldbruck. Fürstenfeldbruck liegt ziemlich genau in der Mitte auf der S4 von Pasing Richtung Geltendorf. Ja, wir werden hier ungefähr eine Stunde aufnehmen, von 14.40 Uhr bis 15.40 Uhr. Ich denke, wir werden sehr viel spannenden Regelverkehr sehen. Wir haben heute 23 Grad, sehr, sehr schwül. Vorhin hat es ganz kurz mal geregnet und es war heiß. Jetzt ist es mega schwül, es ist mega bewölkt. Aber ich denke, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Das Video steht heute am Montag. Das Datum sage ich euch nachher noch und online kommen wird es übermorgen, also am Mittwoch. Nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Anschauen. So, meine Lieben, was haben wir bisher gesehen? Zum einen die S4 von Ebersberg nach Geltendorf, Abfahrt um 14.42 Uhr von Gleis 2. Dann 2 Minuten später fuhr auf Gleis 3 durch der ETR 610 von der SBB als EC von Zürich Richtung München. Und dann fuhr um 14.46 Uhr dann durch die S4 von Geltendorf nach Grafing Bahnhof über München. Abfahrt um 14.46 Uhr, wie gesagt, auf Gleis 3. Und die zwei S-Bahnen waren jeweils die Dreifacheinheit Baureihe 423 von der S-Bahn München modernisiert. Nur noch ganz kurz was hier zum Bahnhof. Also ich muss sagen, der liegt hier wirklich sehr schön im Grünen. Das Gleis 4 ist ein Ausweichgleis für Güterzüge, was ihr hier seht. Dann hier seht ihr mal die Ausfahrt Richtung Geltendorf. Dann des Weiteren gibt es dort hinten den Modelleisenbahnclub Fürstenfeldbruck und den blauen Eisenbahnwagen. Die haben hier auch noch ein paar Feldbahnen. Dann der Bahnsteig 1, das ist ein Ausweichbahnsteig sozusagen. Der ist aber, glaube ich, nicht mehr in Betrieb. Und hier sind ja die Bahnsteiggleise 2, 3, 2 für die durchfahrenden Züge und die S-Bahnen Richtung Geltendorf und Gleis 3 Richtung München. Und hinter dem Bahnhofsgebäude gibt es noch einen großen Busbahnhof. Um den kümmern wir uns zum Filmen und Fotografieren, aber mal noch in einem anderen Video, was wir hier drehen werden. So, jetzt nochmal als kleiner Nachtrag. Wir haben heute Montag den 5. und online kommen wird es am Mittwoch, den 7. Juli.
Der nächste Zug dürfte jetzt dann gleich auf Gleis 3 durchfahren, und zwar der RE74 von Kempten nach München. Das müsste die Sandwich-Traktion Baureihe 218 mit den Doppelstockwagen sein, den 6 Stück. Da müsste jetzt dann gleich als nächster Zug auf Gleis 3 durchkommen. So, auf Gleis 2 ist auch schon wieder grün geworden. Mal gucken, was da dann gleich kommt. Noch kurz zur Info für den Bahn- und Ansagenkanal. Hier gibt es automatisch Ansagen von der Blechelse, denn es wurde gerade eben die Zugdurchfahrt für den RE74 nach München gemeldet. Achtung am Gleis 3, ein Zug fährt durch. Ich wiederhole, Achtung am Gleis 3, ein Zug fährt durch. Das nochmal die Meldung für den RE74 nach München. Komische Ansage war von Gleis 3, der Durchfahrt war auf Gleis 2, das war der RE74 von München nach Kempten über Geltendorf, Kaufering, Buchloe, Kaufbeuren, Biesenhof und Günzach. Und jetzt kommt auch der RE nach München. Mit der Sandwich-Station BR218 und dem Dostus. Ja, wie gesagt, und der RE von München erkennt meine Doppeleinheit Baureihe 633 Pisa Link von DB Regio Bayern. Und die fuhren jetzt beide durch gegen 15 Uhr. So, falls ihr euch jetzt fragt, warum die S-Bahn drei Teile fährt, das ist ganz einfach, weil in Ebersberg um 13 Uhr und in Geltendorf um 15 Uhr der Schüler- respektive Berufsverkehr losgeht. So, am Gleis 2 ist das Signal schon wieder auf Halt erwarten gegangen. Da kommt wohl gleich wieder ein Zug. Was das für einer sein könnte, das weiß ich nicht. Das schauen wir mal. Vielleicht kommt ja ein Güterzug. Und wie soll es anderes sein? Es ist der ECE, der ETR 610 von München Richtung Zürich als ECE bei der Durchfahrt um 15:13 Uhr auf Gleis 2. Der weiße Pfeil. Noch kurz zu den beiden vorherigen Zügen. Das eine war zum einen die S4 von Geltendorf nach Grafing Bahnhof über München. Abfahrt um 15:10 Uhr auf Gleis 3. Auf Gleis 2 die S4 von München Richtung Grafrath. Über Buchenau und Schöngeising. Die hätte eigentlich schon Abfahrt gehabt gegen 15:06 Uhr ungefähr und kam mit ein paar Minuten Verspätung auf Gleis 2. Die nach Grafing war eine Dreifacheinheit Baureihe 423 von der S-Bahn München und die nach Grafrath eine Doppeleinheit Baureihe 423 von der S-Bahn München, alle modernisiert. So, jetzt kommt es ein klein bisschen zum Regnen. Solange es nur so ein bisschen warmer Regen ist, bleibe ich hier stehen. Ansonsten gehe ich runter unter das Dach. Dann kommentiere ich aber alles nach dann. So, was ich euch noch ganz kurz zu den S-Bahnen sagen wollte, ist, die S-Bahn in Richtung Geltendorf war einmal zur Minute 9
29 und 49 und die S-Bahn in Richtung München immer zur Minute 11, 31 und 51 ab. Das wollte ich euch nur noch ganz kurz sagen. So, auf Gleis 3 wurde die nächste Zugdurchfahrt durchgesagt. Mal gucken, was kommt. Es kommt die Doppeleinheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern. Das RE 72 von Memmingen Richtung München mit der Zugdurchfahrt um 15.20 Uhr auf Gleis 3 und der vordere 612 war modernisiert, der hintere war unmodernisiert. So, die nächsten zwei Züge, die jetzt dann kommen, sind zum einen auf Gleis 2, die S4 von Ebersberg und oder Grafing Bahnhof Richtung Geldendorf über Buchenau, Schöngeising, Grafrath und Türkenfeld und der hat Abfahrt um 15.29 Uhr. Auf Gleis 2 ist eine Dreifacheinheit Baureihe 423 von der S-Bahn München. Selbiges auf Gleis 3, die S4 von Geldendorf nach Zorneding. Über München Abfahrt um 15.31 Uhr auf Gleis 3, ebenfalls eine Dreifacheinheit Baureihe 423 von der S-Bahn München. Ich wollte ganz kurz was zum Busbahnhof sagen, und zwar der charakterisiert sich wirklich dadurch, dass sehr viele Busse hier immer entlangfahren. Den habe ich euch vorhin schon mal gesagt, den sehen wir uns im anderen Video an. Vielleicht sehen wir noch einen Bus. Hier kommt die S4 nach Geldendorf. So wie es ausschaut, sind die drei modernisiert alle. Ja, sind sie auch. So, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, warum ich vorhin die ganze Zeit nicht in die Kamera geguckt habe, ist folgendermaßen. Es waren sehr viele Leute am Bahnsteig und ich wollte schlicht und einfach keine Aufmerksamkeit erweckt, sozusagen, indem ich spreche. Da kommt auch schon der Gegenzug. Auch die waren alle drei modernisiert. Und das sind's. So, der letzte Zug, den wir jetzt dann aufnehmen, ist der RE70 von München nach Lindau-Insel mit RE70 nach Oberstdorf über Kaufering, Buchloe, Kempten-Immenstadt, wo der Zug dann getrennt wird. Was es für einer ist, ist klar, 612er, wie viele Wagen, gucken wir dann noch. Und wenn der Zug dann gegen 15.37 Uhr auf Gleis 2 durchgefahren ist, sehen wir uns zum Outro wieder. Bis dann beim Outro, wenn der Zug durchgefahren ist. Und dazu war eine dreifache Einheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern. So, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Bahnhofsvideo aus Fürstenfeldbruck gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Wir haben sehr viele spannende Züge gesehen, auch wenn es nur DB und SBB und Regelverkehr war. Aber wir haben wieder mal einen Pilsener Link gesehen, die 218er Garnitur mit den Doppelstockwagen, 612er, wie gesagt, den ITR 610 zweimal.
Und ja, ich denke, ich habe euch auch ein paar interessante Informationen gegeben. Zum Beispiel über den Busbahnhof, wo wir beim nächsten Mal Video filmen, wieder hierher kommen werden. Und auch zum Bahnhof. Sollte euch das Video gefallen haben, könnt ihr das Video wie immer gerne liken, weiterempfehlen und teilen und so weiter und so fort. Ihr könnt gerne auch den Kanal weiterempfehlen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja schon. Und dann sehen wir uns zu einem besonderen Video am Sonntagvideo, zum Sonntagsvideo wieder, und zwar zu den Arlbergumleitern respektive Bahnhofsvideoreihe fünfteilig aus Buchloe. Dort werden euch viele spannende Highlights erwarten. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Nun genug der Vorrede oder der Nachrede und dann bis zum nächsten Video am Sonntag. Euer Zug in Bayern, Robin.